Hallo Freunde des hellen Dachbodens. Ja, wie ihr seht, hier auf dem Dachboden ist richtig viel Licht. Bei mir vor der Haustür ist das ganze Licht nicht mehr, denn wie ihr seht, ist hier alles abgeschirmt. Genau, und ich dachte mir, ich baue einfach mal ich lege einfach mal eine Solarzelle hier hin, lege ein Kabel weiter bis zu einer Glühbirne und ja, DC-DC-Verbraucher kann man ja direkt an eine Solarzelle anschließen. Das hatte ich ja auch vor, ich glaube, 5 Jahren schon mal berichtet. Und so kommt es also dazu, dass unter extrem schlechten Bedingungen, also ihr seht auch, wie sauber das Fenster vielleicht ist, dass doch noch immer noch genug Licht durchkommt, um diese kleine LED bei mir im Hausflur zu betreiben. Und das reicht also aus, damit ich nicht mehr in totalen Chaos laufen muss. Ja, genau. Und das ist das Video, worum es heute geht. Denn ich bekomme immer wieder mal die Frage, Lars, funktioniert es eigentlich, dass ich Verbraucher direkt an die Solarzelle anschließen kann? Und ja, das funktioniert. Das habe ich hier mal gezeigt. Also eine Solarzelle hängt ja bei mir vor dem Küchenfenster. Da kommen zwei Kabel rein, plus minus. Und da habe ich jetzt mal einen Spannungsbereich von, ich glaube, 8 Volt geht diese LED los und die hält bis 29 irgendwas, vielleicht 30 Volt. Da ist also der Spannungsbereich. Darauf müsst ihr auch ganz besonders achten, denn sonst schrottet ihr euch vielleicht irgendwelche elektronischen Teile und das wollen wir natürlich nicht. Im besten Fall ist der Spannungsbereich eures Verbrauchers immer höher als der Spannungsbereich der Solarzelle. Aber der Startspannungsbereich muss natürlich entsprechend niedrig sein, um von der Solarzelle erreicht zu werden. Also wenn die Solarzelle meinetwegen 18 Volt hat, wie in diesem Fall, ist das für diese Lampe oder LED perfekt, denn die funktioniert bei 12 und 24 Volt System. Also mit 18 Volt liegen wir genau in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Basis die da arbeitet, könnte ich nachprüfen, aber ist eigentlich auch egal, weil es reicht auf jeden Fall aus. Ich denke mal so 16 Volt wird wohl da die Spannung sein und die paar Amperes, die sie braucht, die kommen auf jeden Fall aus der Solarzelle, sogar unter extrem schlechten Bedingungen. Wenn jetzt extrem gute Bedingungen wären, also hier wären jetzt Minusgrade vielleicht auf dem Dachboden oder ja, nah am Null oder was weiß ich und sehr gute Sonne am Morgen, das ist eine Ostseite und dann würden halt theoretisch die 200 Watt erreicht werden. Was passiert dann? Geht dann der Verbraucher kaputt? Nein, denn ja, die Spannung steigt ja nicht ultimativ an. Also die Spannung ist hier bei dem Modul, glaube ich, 24 Volt. Rechnen wir mal ein paar Prozente drauf, lass es 26, 27, sind wir ja immer noch nicht bei dem Bereich, wo die Lampe kaputt gehen würde. Also kaputt geht es wirklich erst, wenn es mehr Volt gibt. Watt nimmt die Lampe halt eigenständig, ne? Maximal nimmt sie so und so viel und mehr geht nicht. Also wenn sie dann so und so viel hat, mehr geht nicht, ne? Das ist halt so. Ist wie beim Gaspedal. Also der Motor schafft zwar 200, aber man nimmt nur 10 kmh. So ungefähr ist es auch. Also ja, die Lampe hat ein eingebautes Gaspedal, sage ich mal. Genau, und das funktioniert und funktioniert wunderbar. Und ja, das mache ich bei mehreren Verbrauchern mittlerweile so. Also ich lasse einen Ventilator laufen, bei meinem Holz zum Beispiel. Da ist ein Solarmodul, das schützt ja das Holz vor Witterungseinflüssen, also vor Regen und so weiter. Und weil das keine weitere Funktion hat, das ist mir zu heikel, an die Solaranlage anzuschließen, weil es halt Glasbruch hat und da gibt es vielleicht Kurzschlüsse und so weiter. Habe ich schon mal drüber ein Video gemacht. Ist nicht so, ja, ist auch interessant, aber jetzt nicht so wichtig. Und deswegen lasse ich da einfach nur so einen Ventilator laufen. Ja, also wenn da irgendwas, da kann ja eigentlich nichts passieren, denke ich mir. Wenn doch, dann ist vielleicht der Ventilator kaputt, aber mir auch nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also ein zweiter Anwendungsfall. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere Anwendungsfälle. Im Baumarkt könnt ihr sowas zum Beispiel auch fertig kaufen. Da ist natürlich auch alles aufeinander abgestimmt dann. Eine Solarzelle mit einer Wasserpumpe für euren Gartenteich zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. Das ist eine Pumpe, die arbeitet, sobald die Sonne aufgeht, lässt das Wasser ein bisschen spritzeln und sprinkeln. Und das sieht dann halt schön aus. Man kann natürlich auch ventilieren und Licht natürlich. Und ja, halt alle möglichen DC-DC. Verbraucher, die ihr so habt, ihr könnt auch ein Radio anschließen, ja, das dann immer angeht, wenn die Sonne scheint. Für die Vögelchen vielleicht im Vogelhaus, weiß ich nicht. Also die Möglichkeiten sind vielseitig, unglaublich vielseitig. Ich habe jetzt hier noch mal ein praktisches Anwendungsbeispiel gedacht. Ist halt total cool, damit ich halt nicht immer Licht anmachen muss. Sobald ich nach Hause kam, ne, musste man draußen sehr hell.
ne? Oder auch dunkel, dann muss man sowieso Licht anmachen, aber wenn es jetzt sehr hell ist, hat es mich halt besonders geärgert, weil die Augen waren natürlich voll eingestellt auf Helligkeit. Dann geht man die Treppe hoch und da wird es immer dunkler. Also je höher man die Treppe kam, desto dunkler wurde es. Und jetzt ist es zumindest so, dass man auf dem ganzen Weg noch ein bisschen Schwummerlicht hat. Also unten vom Hausflur scheint es hoch und oben hat man halt diese kleine LED, die da ein bisschen unterstützt, zumindest das Schlüsselloch mit dem Schlüssel zu treffen und die Tür aufzuschließen, ohne das Licht anzumachen. Und ich finde, das ist ein, ja, kleiner Schritt für die Energiewende, großer Schritt für den YouTuber Lars. Ja, insofern, also ich denke mal, das kann man machen. Diese Frage kommt immer wieder und ich dachte, komm, nach 5 Jahren oder 4 Jahren, 5 Jahren machst du einfach mal ein neues Video. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wenn es dir einen Mehrwert gebracht hat. Ihr seht also, es funktioniert auch bei diesen Bedingungen. Dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Es würde auch bei dir funktionieren, wenn du es nachbaust. Irgendein altes Modul, was irgendwo rumliegt, kommt natürlich dann auch auf die Bedingungen an. 50 Watt würde jetzt hier nicht funktionieren. Hatte ich ausprobiert. Ich hatte gehofft, dass wirklich das kleinste Modul, was ich hier habe, für so einen Zweck ausreicht. Aber musste dann doch schon ein besseres Modul sein. Also wie gesagt, ein 200 Watt Modul. Ich denke jetzt, das wäre eigentlich schon überdimensioniert. Wahrscheinlich würde ein 100 Watt Modul auch vollkommen ausreichen. 50 Watt waren jetzt trotzdem zu wenig. Gerade bei den schlechten Bedingungen draußen ist also andauernd Regen und es wird sehr dunkel. Trotzdem, das Dachfenster fängt hier genug Licht ein und streut es eigentlich relativ gut auf den Dachboden. Und da vorne ist auch nochmal ein Dachfenster, das, naja, das wird jetzt nicht viel dazu beitragen, dass da Strom produziert wird, aber es leuchtet zumindest den Dachboden aus. Wie viel es irgendwann mal dazu beiträgt. Also da ist es zumindest so, dass die Abendsonne dann im Sommer, also da ist schon fast Norden dann, dass da noch Sonne reinkommt. Trotzdem, ich kann hier ein bisschen Strom ernten und ich störe hier keinen offensichtlich. Also ob es nur hier liegt oder unten im Garten, das war jetzt übrig geblieben, konnte ich erstmal nicht verwenden. Dann liegt es jetzt erstmal hier und wenn ich mal wieder irgendein anderes mit Glasbruch zum Beispiel habe, dann kann man das hier oben hinlegen. Liegt dann hier im Trocknen hinter dem Fenster, sollte nichts passieren und ja, denke mal, dann kann man vielleicht auch noch einen Laderegler anschließen und eine Batterie. Da ist mein Vermieter auf jeden Fall dagegen. Der möchte hier so wenig wie möglich Lithium-Batterien, sonst könnte ich das Licht auch vielleicht mit Bewegungsmelder, wenn ich dann hier lang gehe, dass es automatisch auch in der Nacht natürlich angeht, weil es dann vom Akku versorgt wird. Aber so unterstützt es auf jeden Fall auch schon mal, ein bisschen den Stromverbrauch zu senken, weil man braucht nicht jedes Mal, wenn man hochgeht, das Licht anmachen. Ich würde mich ganz besonders freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Ich finde, ich habe es wirklich verdient, langsam mal die 25.000 Abonnenten-Marke zu knacken. Bis 100.000 ist noch ein irre langer weiter Weg, wenn es so weitergeht. Also sei doch so gut, unterstützt den YouTuber Lars ein bisschen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, für die harte Arbeit ein bisschen entlohnt zu werden. Das Video, wie gesagt, ein Wiederholungsvideo nach 5 Jahren, aber trotzdem, bevor es mal wieder irgendein großer YouTuber groß rausbringt, dachte ich, bringt es der kleine YouTuber mal wieder ein bisschen klein raus. Also, wir sehen uns dann. Euer YouTuber Lars sagt Tschüss, bis dahin, wenn es wieder heißt, YouTuber Lars macht irgendeinen YouTuber Spaß. Bis dahin, ciao, ciao. Ah, ich musste mal kurz die Hand wechseln. Das ist jetzt ganz schön anstrengend geworden. Ach so, was ich noch sagen wollte. Warum ist das überhaupt, dass die LED wirklich nur den Strom bekommt, den sie benötigt? Ja, das liegt daran, also die Sonne würde natürlich die Elektronen in diesem Modul so anregen, dass sie wirklich auch mehr oder mehr leisten, ne? Die würden dann stärker fließen. Aber es verhält sich so, dass die, ja, die LED oder das Bauteil, euer Verbraucher, sozusagen ein Widerstand ist und dieser Widerstand nur bis aufs Maximale, wenn man so will, belastet wird und dann wirklich widersteht. Also er nimmt keine Elektronen mehr an. Also es ist wie so ein Gaspedal, habe ich glaube ich schon erklärt. Also es ist wirklich so ein Regler, der nicht mehr nimmt, als er braucht. Es würde aber mehr gehen. Wie viel könnt ihr immer mit so einem kleinen Messgerät rausbekommen? Dann seht ihr auch, was halt maximal an Verbrauchermöglichkeiten angeschlossen werden kann. Genau das wollte ich noch erklären, damit ihr wisst, wie viele Lampen ihr zum Beispiel an so einem 200 Watt Modul anschließen könnt und wie viel ja dann am Ende rausgehen würde. Weil wenn ihr zu viele Lampen anschließt, dann funktioniert es auch nicht mehr, weil ihr einfach zu viel braucht und
ja, dann sinkt die Spannung zu sehr ab. Das System wird überfordert und es fließt gar kein Strom. So ist es dann am Ende, ja. Okay, also probiert es einfach aus. Wenn ihr so eine Anwendung habt, die ihr da umsetzen möchtet, dann kann ich das nur empfehlen. Es kostet so gut wie kein Geld, keine Ladeinfrastruktur, habt kein Risiko und es funktioniert einfach und gut.